in der Erstlage einfach eingestehen, dass wir massiv überfordert sind, weil man nicht an allen Stellen gleichzeitig helfen kann, obwohl diese Hilfe notwendig wäre. Jetzt war natürlich in der Erstphase, Gott sei Dank war das Rote Kreuz schon mit einem Aufgebot da, wirklich mal festzustellen, wo ist wichtig, wo sind Schwerverletzte, welche Leute müssen wir dringend nehmen, außerschneiden mit hydraulischen Rettungsgeräten und welche Personen kann man sozusagen warten lassen, bis das weitere Einsatzkräfte von der Umgebung nachkommen. Es sind dieses Ausmaße, die nicht alle Tage vorkommen. Und wo auch für das Rote Kreuz die Notwendigkeit besteht, bezirksweite Kräfte heranzuziehen, da eine Ortsstelle damit regelmäßig überfordert ist. Da ist es dann notwendig, bezirksweit zu alarmieren, und diese Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kräften ist zu üben. Hier sind auch andere Vorgangsweisen erforderlich. Von der Einsatzleitung her, vom Einsatzleiter ist viel mehr zu beachten. Auch die Kommunikation zwischen den Einsatzorganisationen ist etwas, das ständig geübt werden muss. Eine Übung in diesem Ausmaß ist aus unserer Sicht deshalb wichtig, um das Zusammenspiel der verschiedenen Einsatzorganisationen wieder einmal zu beüben und auch den Einsatzkräften die möglichst die Scheu vor einem derart riesigen Szenario zu nehmen. Es gibt bei jedem Großschadensereignis eine sogenannte Chaosphase, und es hat sich einfach gezeigt, dass durch realistische Übungen im Ernstfall diese Chaosphase reduziert werden kann und dadurch rascher und effizienter geholfen werden kann. Ja, es ist eigentlich voll arg, wenn man das so sieht, was da, wie das ausschauen kann beim Unfall. Aber jetzt, man weiß ja, dass es nicht echt ist, jetzt ist es nicht so schlimm. Ja. Aber wir haben da so eine Beinverletzung, und sie hat auch eine Beinverletzung, und wir werden dann aus dem Auto rausgeschnitten. An der Großübung waren in Summe ca. 150 Einsatzkräfte verschiedenster Organisationen, Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Bezirkshauptmannschaft tatsächlich anwesend. In Wirklichkeit würde man sagen, haben wir natürlich nur zusätzliche Kräfte seitens Rettungshubschrauber, Polizeihubschrauber, Unterstützung, Suchhundestaffeln und so weiter, aber wir waren 95 Feuerwehrmitglieder von 7 Feuerwehren, 12 Fahrzeuge. Das war in Wirklichkeit, sagen wir so, eine realistische, für die Tageszeit realistische Annahme, was man auch wirklich im Ernstfall aufstellen kann.